Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Endlich mal wieder mit Facecam, hatte ich ja jetzt fast seit einem Monat nicht drin. Falls ich jetzt übrigens in der Facecam ein bisschen bleich bin, ich kann da nichts dran machen, weil ich habe eben keine Softboxen oder so. Ich muss halt mit dem Licht von draußen leben, da ist jetzt gerade erst 10:45 ist das Licht ziemlich und keine richtige Sonne scheint, also ist einfach nur die Sicht draußen. Und das Licht ist einfach ziemlich grau und deswegen werde ich so ein bisschen ausgebleicht. Aber es macht hoffentlich nichts. Wir spielen Bed Wars auf der Map Floating Island 4x4. Genau. Und das ist die erste Runde mit meiner neuen Tastatur. Ich habe mir nämlich eine neue Tastatur gekauft. Die Rocket Rise MK Pro. Aber wenn ihr davon irgendwie mal, keine Ahnung, eine Review oder so haben wollt, dann müssen wir das nochmal extra schreiben. Das werde ich jetzt nicht machen. Ich sage euch nur, mit der zu spielen ist schon ziemlich geil. Vor allem habe ich ja auch zum Beispiel die Maus von Rocket, das Headset auch, aber mit der Maus habe ich ja dann eben diese Rocket Talk Funktion, dass sie gegenseitig ihre Funktionen austauschen und ich alle Tasten nochmal doppelt belegen kann und so. Das ist auf jeden Fall ganz cool. So, ich weiß nicht, wie wollt ihr das jetzt machen? Wollt ihr euch, wir müssen in die Mitte. Als erstes, Leute, das ist echt uncool. So. Hallo? Macht immer mal was? Kommt schon, Leute. Bin ein bisschen enttäuscht von euch. So, nur ich und der eine Kerl bauen. Er baut sich auch unten lang. Okay, da müssen wir uns hochbauen. Na, er ist out of blocks. Cool, dass noch irgendjemand mit ist. Auf jeden Fall ziemlich praktisch. So. Ich werde auf jeden Fall mal die Taktik anwenden, einfach mal da hoch zu gehen. Also wenn ich ein Bett kaputt machen will, weil da sieht einen keiner. Erstmal runterfallen, Torben, so muss das sein. Einmal ganz kurz hier, muss ich einmal in den Rise Driver. Ganz kurz, so öffnet er sich da. Und einmal das hier Apply. So, okay. Alles gut. Bin wieder da. Sind wir in der Mitte? Nee, sind wir nicht. Warum? Er ist doch gerade erst in die Mitte gerannt. Okay. Hat er keine Blöcke dabei? Er war natürlich. Coole Sache auf jeden Fall, dass ich hier mit dem einen als einziger nicht wirklich in die Mitte baue. Die anderen Teams sind schon lange da und wir. Ja, lass mal langsam in die Mitte. Mal ein paar Blöcke holen. Oh cool, er hatte ganze 1, 2, 3, 4 Blöcke. Oder 5 maximal. Wenn ich das hier nicht sogar gebaut habe. Was hat er gemacht? Er hat die Treppe kaputt gemacht. Ach man. Oh ja, die Blöcke habe ich auch perfekt platziert. Okay. Habe ich die Treppe ein bisschen falsch gebaut. Juckt ja eh keinen. Da ist einer. Ja, wollt ihr kommen? Oder habt ihr heute nichts vor? Komm. So, okay, er ist runtergefallen, jetzt kann ich ihn hier auch noch runterboxen. Das hat dann nicht so ganz. So. Okay, solange hier keiner ist, kommt auch keiner zu uns. Das ist das Praktische. Ich werde mich jetzt trotzdem zurück an unsere Base begeben. In unsere Base. Ne, macht er schon. Okay, dann hier ist irgendwie auch kein anderer. Welches Team bin ich überhaupt? Ich bin Team Rot. Alles klar. Warum sind hier nur 2 Gold gespawnt? Das finde ich wiederum auch nicht in Ordnung. Ich hoffe, man hört die Tastatur jetzt nicht wesentlich lauter als die andere, weil die macht halt schon diese Geräusche, diese Klickgeräusche. Obwohl ich die braunen Switches geholt habe mir, die Cherry Switches. Ich schätze, oh Gott. Absolut richtig geschätzt, ey. Er wollte mir auch schon geben, aber ne, nicht mit Torben, einmal kurz. Okay, perfekt. Gut. So. Dann holen wir uns mal die beste Chestplate. Ist übrigens cool, wenn jetzt keiner nach hinten guckt und alle gleichzeitig einkaufen gehen. Aber noch cooler finde ich, dass wirklich keiner mit mir die Mitte gehalten hat. Also die bauen immer schön ein Bett einbauen, ne? So, ich brauche noch ein Schwert.
Das heißt noch 2 Silber. 1. Und, boah, Alter, was hat meine. Was ist mit Traps los? Warum sind die FPS unten rechts in der Ecke und nicht oben rechts? Okay, erstmal berichtigen. Ich hoffe, das geht jetzt, während das nicht aufnehme. FPS. Okay. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, ne, damit komme ich ja überhaupt nicht klar. Mal kurz hier vorbeigucken. Aber hier ist niemand, das ist gut. Wer steht da hinten? Voll equippter Gelber, alles klar. Ja, ein bisschen Bronze kann ich auch ganz gut gebrauchen. Erstmal für ein bisschen Rüstung. Zack. Und dann lass mal mit halten. Okay. So, aber wir müssen mal irgendwas machen, um wirklich auch ein bisschen Gold zu bekommen. Das geht ja so nicht weiter sonst. Ja, die Runde wollte ich auch ein bisschen so gechillt als Ankündigungs- bzw. Redevideo benutzen, weil ja, wir machen jetzt auch bald das neue Bed Wars Format, Achievement Hunter. Ich denke nicht, dass ich dafür ein neues Format anfangen werde, aber ich werde dafür definitiv die Folgen anders benennen, weil dahinter klatscht dann immer noch Achievement Hunter. Wo ist der andere? Ich weiß, dass hier noch irgendwo einer ist. Da ist er. Puh, Gott sei Dank konnte der mich nicht mehr hinten, ey. Alter, shit, ich muss hier gerade ganz schön gekonnt aufpassen. Ah, da kommt ein Grüner. Okay, das ist keine coole Sache, egal. Mir reicht das an Gold. Cool, dass man hier uns schön eingebaut hat. Okay, perfekt. Immerhin haben wir einen Bogen. Das war mein Ziel, warum ich in die Mitte gegangen bin. Ohne Bogen kann ich die Mitte nämlich auch nicht halten. Ohne Bogen kann ich gar nichts machen im Bed Wars. Was machen die da oben? Ach, der platziert sich eine geheime Kiste oder so. Ist ja auch gut zu wissen, ne? Weil dann ist sie nicht mehr ganz so geheim. So, das heißt aber, ich muss ja auch nichts von meinem Gold abgeben, oder? Wie soll ich das jetzt deuten? Das finde ich nicht in Ordnung. Das wird ausgeleert und hier reingetan. So brauchen wir erst gar nicht wieder anfangen, ey. Letzten Mal, als ich so einen hatte, haben wir dann die Runde verloren. Du schießt nicht meinen Kollegen ab, Digga. Nicht mit mir. Alter, bei mir leckt's gerade irgendwie ein bisschen. Moment. Ich habe auch nur 46 FPS, was ist da los? Oder sind das Server-Lags? Ich weiß es gar nicht. Aber irgendwas laggt auf jeden Fall. Pass auf, Kollege. Muss dich doch mal ein bisschen decken hier. Ja, erstmal dazwischen rein. Ach komm, dann halt nicht. Ja, Ramsa D ist online. So, jetzt kommt er wieder in einem Video vor, der Ramse. Das heißt, ich kriege 10 Milliarden Likes. Ernsthaft jetzt? Er ist da einfach runtergefallen. Richtiges Opfer. Boah, seht ihr diese Laufwegsberechnung? Habt ihr die gesehen? Die war übelst crazy, oder? Die war richtig crazy. Ich weiß es doch. Die war übelst krass, Digga. Oh, Ramsa D ist nun online und wieder offline. Ramsa D schafft es mir auch tatsächlich, wenn er online ist, nochmal online zu gehen. Weil Ramsa D hat Sonderrechte. Der ist ja auch ein bisschen crazy. Ja, tatsächlich leckt es. Siehst du, der ist auch wieder online. Er will einfach nur den Special-Auftritt hier mal im Video, aber den hat er eigentlich gar nicht nötig. Aber trotzdem schaut alle nochmal auf seinem Kanal vorbei, ne? Man muss ihn ja auch wieder ein bisschen supporten. Was will der Grüne denn da bitte von mir? Das hört sich ja mal überhaupt nicht. Ich höre ja auch die ganze Zeit TNT-Schafe, aber die jucken mich auch nicht besonders. Denn ich mache da meinen gekonnten Abgang. Mit den Zutaten für ein Eisenschwert. Okay, und mich verfolgt. LOL, Alter, richtiger Zurücksetzer. Ey, ohne Witz, ne? Warum laggt das Spiel gerade so bei mir? Verstehe ich nicht so ganz.
So, wir gucken gleich mal wieder da oben vorbei, ob da vielleicht eventuell einer irgendeine Scheiße gebaut hat und wieder da eine geheime Kiste versteckt hat. So, in der Truhe sind jetzt ein paar Sachen, die ich uns gesaved habe. Ne, da sind keine Sachen drin, sehr gut. Hat er gelernt und tut da keine Sachen mehr rein. So langsam muss man jetzt aber auch mal Betten kaputt machen, weil die Folge schon wieder 10 Minuten lang. Und 10 Minuten lang nichts zu, finde ich nicht so geil. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal ans Werk. Irgendeiner muss anfangen. Das mache ich dann jetzt mal. Also zumindest anfangen anzugreifen, so meinte ich das. Wenn wir die ganze Zeit nur in unserer Base chillen und auf unsere eigene Base aufpassen, dann wird hier nie einer was machen. Weil sich keiner irgendwie traut, irgendwas zu tun. Und ja, da würde ich sagen, holen wir jetzt noch das Gold hier. Das bringe ich jetzt aber nicht nach Hause, keine Sorge. Könnte ich natürlich machen, hätte einer einen Bogen, aber das juckt mich gerade nicht besonders. Ach, guck mal. Siehst du, da habe ich jetzt schon mal den Anfang gemacht. Das war ja indirekt. Okay, mach's gut. Digga, mach's gut. So, einer weg. Jetzt noch der gut equipte da hinten. Okay, den kriege ich leider nicht. Provoziere mich bitte nicht. Lauf hier nicht ohne Equip hin, bitte. Das traue ich dir echt nicht zu. So. Krieg da ein paar Bow-Shots. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass er einen Bogen hat, deswegen gehe ich da jetzt nicht hin, weil er mich sonst runterschießen würde. Auch ein TNT-Schief. Wie süß. Was läuft denn so? So, guck mal, da gibt es einen richtig guten Trick. Den nennt man austricksen und hochbauen. Okay, hier ist noch keiner. Die sind alle vier noch in ihrer Base. Stellt euch vor, das wird hinter mir stehen und mich richtig surprisen. Okay, bei unserer Base ist keiner. Muss ich ab und zu nicht mal ein Auge drauf werfen, weil ich traue manchen das echt nicht zu, das alles sicher unter Kontrolle zu haben. Guck mal, der steht da. Da ist aber erreichbar. Erreichbar, jetzt aber nicht mehr. Schade. Ja, tatsächlich leckt es bei mir ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so spezifisch. Wer hat da auf mich geschossen? Ach, der Wichser. Und ciao. Sehr gut. Oh, da kommt ein Gelber. Juckt mich aber nicht besonders. Ach, Grün hat schon kein Bett mehr. Ach, es gibt schon zwei Teams, die kein Bett mehr haben. Das ist ja interesting. Das ist ja echt interesting. Ich weiß, dass sich hier irgendwo einer hochbaut. Hier. Da. Er lebt noch. Egal, juckt mich nicht. Aber es war nicht der, den ich töten wollte. Wer ist das? Das ist einer von uns, okay. Das gerne vorrücken. Das erlaube ich dir zu gerne. Da ist jetzt ein Gelber mit nichts aber. Trotzdem finde ich das. Ja, war natürlich eine kluge Attacke von unserem Roten hier. Da hat er mir ja gezeigt, was er drauf hat. Hat nur noch ein Steak, was natürlich nicht so geil ist. Hier unten beim Eisen, da gammelt er ab. Tschüss. So, ich hätte ihn genauso gut mit dem Eisenschwert hitten können, aber ich dachte mir, komm. Nein, ich habe eigentlich richtig darüber getraut, dass ich den mit dem Bogen gehittet habe, aber hat er trotzdem funktioniert. Der gibt nicht so viel Rückschuss wie das Schwert, aber YOLO. Ja, alleine schaffe ich das hier nicht, so viel kann ich sagen. Ich kann die zwar in Schach halten und in ihrer Base halten. Aber besiegen erstmal nicht so lange die den einen Shitbau da haben, ey. Außerdem laggt es bei mir so ein kleines bisschen. Das stört mich richtig. Das ist auf jeden Fall nicht so cool hier, auf jeden Fall. Naja, so nicht, Freundchen. Wer kommt da? Kommt da der gute Krypte? Kommt er da ernsthaft? Ja, das ist der gute Krypte, wenn ich den down kriege.
dann steht mir nichts mehr im Wege. Zu einer friedlichen Belagerung. Komm schon. Hau dich irgendwo hoch oder renn zurück zu deiner Bese. Na, du süßes Spielerchen, wo bist du denn? Jetzt kommt nämlich die Rote Armee, da bist du. Alter, er gibt mir richtig. Okay, ich habe ihn aber ordentlich zurückgehittet. Und da ist er down. Sehr gut, mein letztes Steak wird gefrozen. Jetzt muss ich den da down kriegen, weil der steht da ein bisschen hässlich auf unserer Bridge zu gelb. Und dann baue ich mich jetzt einfach von oben. Ja, die opfern sich einfach alle wieder. Man muss das auch ein bisschen taktischer angehen und sich einfach zum Beispiel von oben dahin bauen. Der erste von mir ist schon tot. Zoras Light wurde getötet. Und... Ach ne, Moment. Ich glaube, wir schaffen das gerade. Ich bin ja Team Rot. So, einer down. Gott im Himmel hat der mir gegeben, ey. Das ist aber gar nicht cool. Oh Gott hat der mir gegeben, ey. Das ist aber echt alles andere als cool. So, aber jetzt bin ich wieder über denen. So, war natürlich nicht so geil. Nicht so klug. Nicht so kompetent, da zwei Leute wegzuschicken und die anderen beiden shoppen zu lassen. So. Danke. Achtung. Passt auf die Base auf. So, ich denke, das hat man jetzt gehört, das Klicken. Weil wenn ich schnell 10 Finger schreibe halt, dann sollte man das schon hören. So. Sehr gut, wir haben welche, die auf die Base aufpassen. Sehr gut. Genau, den Rest werde ich jetzt versuchen auszuteilen. Da sind die beiden blauen in der Mitte. Das ist natürlich nicht so cool. Gefällt mir auch nicht. Okay, er hat einen Bogen, das heißt, ich kann nicht so richtig... So, ich muss auf den Blauen da echt aufpassen. Hat er ein Eisenschwert? Ich weiß es nicht. Er könnte sich mittlerweile bestimmt eins leisten. Okay, jetzt renne ich in die Mitte. Ich versuche den zu naseln. So, einer weg. Richtig gegeben haben wir ihm. So, ist da hinten der andere gelb? Ich weiß es nicht. Wer will sich da porten? Hoffentlich einer von uns. Ja, nee, das ist der Blaue da oben. Okay, der hat gut kassiert. Jetzt wird er sich, denke ich, mal einen Bogen kaufen, weil ich glaube, er hatte noch keinen. Sonst hätte er bestimmt auf mich geschossen. Mal gucken. Ne, hier zu stehen habe ich jetzt echt gerade keinen Bock. Auch wieder dieses gute alte TNT. Ach man, ich habe es nicht hinbekommen. Dann schaffe ich es meistens auch einfach nicht, den Weg abzubauen. Wow, shit. Es ist richtig klug, ey. Es ist mir hinterhergekommen, tatsächlich. Dann mache ich halt den gekonnten alten Abgang hier nach oben. Was ist mit dem TNT da falsch? Danke. So, komme ich hier weiter? Oh mein Gott, habt ihr dieses Traum Jump'n'Rune? Das war ja echt traumhaft. So, wo ist der Gelbe? Was war das da? Für ein Schatten, der hier lang gehuscht ist. Keine Ahnung, aber okay. Ja, wir müssen noch einen Gelben und einen Blauen naseln. Der Blaue ist bei Blau. Das war eine krasse Aussage. Und der Gelbe ist keine Ahnung wo. So, der Weg zum Blauen ist kaputt. Ich werde jetzt aber erstmal wieder in die Base gehen und mir Blöcke holen. Ohne Blöcke ist das, stellt das schon tatsächlich so eine kleine Challenge dar. Irgendwas zu risen bei denen. Ich muss gleich mal kurz das kontrollieren. Ne, okay. Er steht da hinten und schießt auf mich tatsächlich. Hallo TNT Schaf. Geh deinen Weg. Mach's gut. 3, 2, 1, go. Wenn er mich runterschießt, habe ich Pech gehabt.
Boah, Alter, Alter, ich glaube, ihr habt gesehen, wie mich diese Explosion erschrocken hat, ey. Da war ja krass. Da bin ich richtig zusammengezuckt, kurz. Aber ich denke, das ist nicht so richtig. So, er schießt auf dich, du, der gerade aus der Mitte kommt. Ich brauche mal ein bisschen Eisen, nämlich genau 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm. Gönne ich mir halt mal ein bisschen mehr. Man gönnt sich ja sonst nichts. Für die ein oder andere Trap. Und dann für ein gutes altes Warpowder. Aber dafür habe ich ja auch einen Samen. Den könnte ich eigentlich beim Villager auch mal für was Gutes ertauschen, ne? Aber irgendwie stehen die da nicht so drauf. So, dann platziere ich jetzt noch hier eine. Und hier direkt. Und jetzt sehe ich gerade, dass der Blaue in die Mitte vorrücken will. Bin natürlich nicht so stark, das werde ich deswegen mal machen jetzt. Rettungsplattform wäre natürlich eine kluge Sache gewesen, denke ich aber eh nicht dran, wenn ich runterfall. Also ach, lohnt sich auch gar nicht, die 3 Gold für mich da zu verschwenden. Okay, von links brauche ich keine Angst mehr haben, runtergeschossen zu werden. Es sei denn, der Gelbe ist da. Der ist tatsächlich da. Okay, das heißt, wir naseln zuerst den. Also mein Plan ist es jetzt zuerst den zu naseln. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Er kommt. Achtung, gelb kommt. Glaube ich. Okay. So, ja, damit haben wir ihn runtergeschossen. Und jetzt müssen wir nur noch den blauen naseln. Dafür will ich mir gerne den besten Bogen gönnen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich habe ja das schnieke alte Warpowder. Eine Goldfuhre warte ich noch ab. Dann kann ich ihn mir nämlich, ah, danke, leisten. Und ich weiß, dass wir zu Hause auch noch Gold haben. Deswegen mache ich jetzt einen schnieken Abgang hier. Bei Blau. Mein Torben, hey, weißt du, du fügst immer irgendwelche Symbole ein und so. Und dies, das halt. Und ich weiß nicht. Das ist echt nicht so cool. Moment, ich bin einmal ganz kurz weg. Ich muss einmal euch hier in der Aufnahme allein lassen. Tatsächlich. Da bin ich wieder. Boah, richtiger Held, ey. Ich musste nämlich einmal kurz meinem Bruder sagen, dass der sein Super Smash Bros. War es leise machen soll. Geht ja nicht, ne? Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme gehört hat. Okay, GG. Aber ich wollte sicher gehen halt. Und ja, Leute, damit ist die Runde auch vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine positive Bewertung da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr natürlich abonnieren. Wir stehen jetzt kurz vor den 2000 Abonnenten. Also Leute, macht da weiter. Die Stars. Weil bei 5000 Abonnenten machen wir ein dickes Gewinnspiel. Also nur wenn die 5000 Abonnenten in einem bestimmten Rahmen erreicht werden. Nämlich bis zu meinem Geburtstag. Am 9.6. dieses Jahres. Also am 9. Juni. Wenn die bis dahin erreicht werden, dann wird es auf jeden Fall ein dickes Gewinnspiel werden. Ach, ich mache ja mit Facecam. Dann habt ihr gerade gesehen, wie ich weggerannt bin. Ne? Oh, das ist ja lustig. Ja, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.